Hier. Also der Gang ist Todesfalle an der Stelle. Aber es gibt genau einen parallelen Gang dazu. Und zwar ist der hier. Da will ich jetzt hin. Das wäre Nordosten. Das müsste der Parallelgang sein. Zack, tot. Okay, Parallelgang ist auch eine Todesfalle. Der da. XXX. Ist ein bisschen zu hoch. Klick. XXX. Ich habe langsam den Verdacht, wir müssen echt durch diese eine fast Todesfalle durch und dann hier hinten irgendwas machen. Aber vorher will ich den Bereich nochmal aufdecken. So. Hoch. Ich sollte einen Todescounter einblenden. Ich glaube, wir sind schon bei 12 oder 13. Also allein jetzt bei der Geschichte. Pika. Failed. Oh, okay. Flup. Rüber. Und ja, ich glaube, wenn das noch 3-4 Mal vorkommt, dann platziere ich auch einfach den silbernen Baum am Anfang des Labyrinths. Das macht das Ganze auch dezent einfacher mit immer hochlaufen und schlafen und was weiß ich. So, rechts rum. Böse Todesfalle. Also wir gehen dicken nach Südosten und gehen dann nach Osten. Ticken. Oh. Das war ein Ticken mehr Südosten. Gehen dann nach Osten. Gehen ganz kurz mal nach Norden, weil ich will wissen, was da ist. Und ich höre einen Gegner. Und wir sehen Gang. Den Gang testen wir nochmal. Vielleicht gibt es hier eine nicht schmerzhafte Abkürzung. In den östlichen Bereich. Und das sieht fast so aus. Ich gehe hier mal nach Nordosten. Oh, 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 oh. Larven. Larven. Warum regenerierst du so wenig? Ah, schon besser, okay. Also hier sind wieder O's. Da. Oh, oh. Ja. Süden. Da ist Süden. Da wäre wieder ein Bereich zu dem hin. Oh, oh. Das finde ich schon ziemlich auffällig. Also, dass die Verbindungsstücke zwischen dem linken Bereich und dem rechten Bereich hier durch diese O-Fallen hier oben alle gesichert sind. Aber sei es drum. Schlafen. Licht. Kurz nach Süden gucken, um das aufzudecken. Oh oh. Das ist zu eng. Also durch. Und tot. Ja, aber das ist, weil ich zu lange in der O-Falle oder nochmal reingestolpert bin. Also, gucken wir uns das Ding mal an. Hier kann nicht mehr wirklich was sein. Das heißt, die einzigen Stellen, wo es weitergeht, ist hier. Und hier. Oder man kommt irgendwie in den Todesfallen vorbei, aber ich wüsste nicht wie. Also, nächster Plan. Wir gehen hoch, wir holen uns levitieren, wir fliegen ganz normal hierhin wie immer. Aber fliegen dann gleich hier rum, außen rum und dahin. Und von da aus gehen wir hier hin, gucken uns dieses Verbindungsstück mal an. Falls sich da doch irgendwie ein Untergang versteckt. Und decken dann nach und nach diesen kleinen Bereich hier auf. Ich denke mal, das werden nochmal 2 Leben werden oder so. Und wenn wir den Bereich aufgedeckt haben, dann ist hier eigentlich nichts mehr. Vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Todesfalle. Das kann man ja nicht wissen. Ich frage mich auch gerade, ob man normal hier rüber springen kann. Weil sonst könnte es auch gut sein, dass wir den Ausgang des Labyrinths längst gefunden haben. Und zwar ist der Eingang hier, weil man von da kommt. Und der Ausgang ist hier. Damit man diese Tür überspringen kann. Und sonst ist hier gar nichts. Okay. Ja, okay. Schließen.
wir würden gerne da hoch. Und wir müssten was essen mal wieder. Genau. Schöne, frische Äpfel. Licht aus, schlafen. War da gerade auch ein Feuerelementar? Nee. Wird schon paranoid. Stopp. Pika. So, und diesmal nicht den Standardweg laufen, Girogon, sondern eine kleine Abänderung. Also, hier. Hier rüber ist soweit noch okay. Über das Sprungrätsel. Ah, warum ist die Tür zu? Und dann war hier irgendwo der Lava. Nee, rechts rum. Das könnte echt knapp werden, aber gut. Hier. Warum bleibe ich... Au. Au. Was zur Hölle? Das war sehr komisch. Also ich glaube nicht, dass das ein Lava-Elementar war. Das wäre doch ein Zacken zu hart gewesen. Ja. Schlafen. Essen. Und du verhungerst. Alles weg. N und einmal bitte klapp. Zweimal, sehr gut. Also es könnten auch Todesfallen sein, aber es wäre komisch, da wir ja geflogen sind. Und wir sind da auf jeden Fall schon mal lang geflogen, oder? Uneasy. Komm schon, wir brauchen mehr Essen, mehr Mana. So, schlafen. Und wir können ganz normal... immer noch uneasy. Du hast 3 Essen gegessen. Das muss doch langsam mal... Ne? So, schlafen. Bitte nicht uneasy. Rested, sehr schön. Das heißt, jetzt müssten wir genug... Essen zaubern können. Damit wir auch schön rested bleiben. Und dann gleich voll. So, schlafen. Das ist echt übel, wenn man denkt, was wir die letzten Folgen so geschafft haben. Also eigentlich sind wir nur gestorben, um halt die Karte nach und nach aufzudecken. Also, Essen. Komm schon, du musst doch gleich voll sein. Anscheinend nicht. Jetzt müssen wir sowieso nochmal schlafen, weil wir das... Das reicht nicht mehr für ein PK. So, voll. Schlafen. Okay. Also wir machen jetzt nicht diese komische Abkürzung da oben. Die bringt nichts. Wir laufen einmal durch so eine OO durch. Und dann passt das schon irgendwie. Und den nehme ich nicht mit. Weil ich habe gerade gesehen, dass man unterwegs doch mal ganz einfach sterben kann. Und wenn wir mit dem Samen in der Hand sterben, dürften wir keine Möglichkeit haben, wiederzubeleben. Und richtig zu sterben wäre nicht so schön. Zack. Oh, genau, Labyrinth. Also wir müssen oben durch die O-Falle im Nordosten. Da. Das tut gleich weh. Oh. Wenn man schnell durchläuft, gibt es weniger Schaden? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? So, also OO sind wir durch. Wir würden gerne nach Südosten. Ist richtig. Wir würden hier gerne nach Süden. Da ist noch eine Verbindung. Okay, jetzt würde ich gerne einen Gang nach Westen. Oh. Da ist... Oh. Und hier geht es nach Süden. Nachdem wir geschlafen haben. Weil ich will nicht in einer OO-Falle sterben. 62. Ja, ist okay. Also, wir gehen strikt stur nach Süden.
Also da in dem Zwischenstück ist ein O. Oh oh. Da ist eine Verbindung zu dem Gang. Also gucken wir kurz Südosten. Aber hier ist nicht mehr viel Platz. Und wir sollten kurz schlafen. Schlafen. Licht an. Ja. Hier direkt im Süden müsste eigentlich eine Sackgasse sein. Oh ne, ist ein Verbindungsstück. Ja. Da unten ist eine Todesfalle. Hier westlich ist eine OO-Falle. Oh, wir kommen da durch. Wir kommen da rum. Okay. Das sieht sehr gut aus. Also hier ist eine Todesfalle, da ist eine Todesfalle und da ist eine OO-Falle. Das heißt, um diesen Bereich zu kommen, gibt es nur drei Zugänge und alle sind mit Fallen besetzt. Das klingt sehr gut. So würde ich das auch machen. Also zwei Zugänge, wo Eindringlinge auf jeden Fall sterben würden. Und ein Eindringling, wo ich im Notfall reingehen kann, aber es wäre selbst für mich nicht besonders schön. So, Licht. Ist das hier der richtige Gang? Nein, wir müssen nach Südwesten. Hier. Da ist der nächste Todeseingang. Das heißt, hier nach Süden muss das Gesuchte sein. Nein! Es ist eine doofe Sackgasse. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Wir waren überall. Das heißt, entweder habe ich irgendwo einen klitzekleinen Fitzel übersehen, wie da zum Beispiel, und genau in dem Fitzelchen ist ein Runtergang, was ich ein bisschen unwahrscheinlich finde. Oder wir hatten das Ding schon längst gelöst und da ist der Ausgang. Ja. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also, dass man die Tür normalerweise nicht öffnen kann, weil man vielleicht das Schwert noch nicht hat oder nicht oft genug draufhaut, so wie ich zum Beispiel am Anfang. Dann geht man halt hier durch, versucht einen Weg zu finden, um die Todesfallen hier in der Lava zu umgehen. Und von hier aus kann man dann darauf springen, von da aus darauf und dann kommt man hier weiter. Ja. Hilft mir in meiner jetzigen Situation noch nicht wirklich weiter. Wir haben nämlich nur noch die Tür da. Und das da hinten, wo ich schon wieder vergessen habe, was es ist. Da ist, glaube ich, eine Tür, die wir nicht aufbekommen. Und da habe ich auch schon ein bisschen länger drauf gehauen. Also ja, die Tür, die Tür, die Tür. Soll ich da jetzt nochmal hinlaufen und drauf einschlagen? Das finde ich ein wenig albern. Alternativ müsste es Schlüssel geben. Aber wir waren überall in diesem Level, was einigermaßen zu erreichen ist schon. Und wenn da ein Schlüssel auf dem Boden gelegen hätte, dann wäre uns das aufgefallen. Hier unten hatten wir uns auch ausgiebig umgesehen. Sogar mit Levitieren die Lava-Dinger hier nach. Es gibt noch eine Ebene 9 und eine Ebene 10 und 11 und... Was zur Hölle? Das ist ein Scherz, oder? Klaus. Ich hoffe, das ist ein Scherz der Entwickler, dass man nicht weiß, wo es zu Ende ist. Also das ist ja auch einer der kleinen Fehler bei Grimrock gewesen. Man konnte schon weiter scrollen und irgendwann sah man, aha, es geht nur bis Kartenebene 13. Glaube ich, war das damals. Und dann wusste man, oh, es gibt nur 13 Etagen. Und da sie da so eine Begrenzung hier nicht gemacht haben, kann man nicht wissen, wo das Ende ist. Was nicht wirklich viel Aufwand ist, aber eine sehr gute Umsetzung. Weil ich denke nicht, dass wir 55 Etagen noch vor uns haben. Aber so weiß ich halt nicht, wann Ende ist. Was Schönes. Ich lenke mir trotzdem ab. Ich will nicht schon wieder zu den Türen laufen. Aber mir bleibt wohl nichts übrig. Also ich werde jetzt wohl abspeichern, einen kleinen Cut machen. Und dann werde ich zu der Tür dahin laufen oder zu der. Oder vielleicht der da hinten, weiß ich noch nicht. Also ich werde zu einer der drei Türen hinlaufen und werde einfach eine ganze Weile drauf einhauen. Und wenn das dann irgendwas bringt, melde ich mich. Wenn nicht, laufe ich zur nächsten. Und hau da eine Viertelstunde drauf ein. Und wenn das nicht wirkt, dann zur nächsten und so weiter. Das heißt, ich werde mich erst wieder melden, wenn eine der drei Türen offen ist. Oder
keine der drei Türen offenbar ist. Aufschließbar ist. Wenn man nicht weiß, wie man was sagt oder schreibt, einfach ein anderes Wort nehmen. Also ja, wenn wir die drei Türen öffnen können oder nicht, dann melde ich mich wieder. Also bis gleich.